Der Osterknabe war nur Teil des Osterspecials. Ich bin der wahre Osterknabe. Ich bin der Osterhase. Jetzt zeige ich meine Eier. Sind das normale Hühnereier? Nein, das sind Enteneier. Der Entendarm ist ja schmutzig. Wir müssen hier raus. Scheiße. Ich raste aus. Ja, warte. Wir sind wieder zurückgekommen. Emma! Ja, wir gehen jetzt deine Oma besuchen, die Kotten. Es ist so ein schöner Tag. Lass einfach mal deine Gefühle freien Lauf. Jetzt, uns stört niemand. Du bist zwar ein mieses Arschloch, aber ich hab dich das lieb. Das stimmt. Naja. Ja, das mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Du Sau, du mieses. Du Fotze, weißt du was? Du kriegst eigentlich jetzt mal richtig auf die Fresse für deine Beleidigung. Junge! So, mal wieder bei Max unterwegs. Es gibt herrliche Köstlichkeiten. Wir werden jetzt Enteneier. Ja, gleich. Naja, erstmal hier. Ja, das ist jetzt Brot, darauf kommt dann die Enteneier. Was soll ich machen? Das Bratöl. Bratöl. Na, wir haben hier. Nee! Ach, Bratöl. Wir wollen doch braten und nicht rappen. Ist das genug? Ich denke schon. Hm. Zum Rühren, wo ist denn hier ein Spaten? Na, da drinnen. Ja. Das? Ja. Und was soll ich jetzt rühren? Na, Rührei! Ach so, das muss man doch vorher rühren. Du sollst immer losmachen! Ja, ich mach doch! Alter! Das ist verklebte Scheiße! Ja, das ist zäh, das endlich Scheiß! Ah. Oh. Riese! Feinster Entenschmutz! Knack, knack! So, das sieht etwas komisch aus, wir werden es trotzdem mampfen. Das schmeckt eigentlich gut. Ja. Was sagst du dazu? Naja. Ich bin froh, dass ich weiß geboren wurde. Ja, zu später Stunde werden wir unseren geliebten Bobby zerstören. Ich glaube, die Steuerung funktioniert nicht mehr so wie gewünscht. Warum? Na, keine Ahnung. Das Auto wird jetzt vernichtet durch die Bahn. Und da kommt die Bahn. Ich habe versucht, ihn davon abzuhalten. Es wurde zertrümmert. Ich hätte immer nicht so fest. Das ist so schön. Ja, es wird wieder fleißig Pfand abgegeben. Zeig mal dein gesammeltes Gut. Das haben wir alles gesoffen. Ja. Was heißt denn hier gesammelt? Naja, was ist denn jetzt eigentlich unser Hauptproblem? Wir haben heftigen Durchfall mit den Enteneiern. Das ist kein Witz. Das war nicht gut, was wir gemacht haben. Naja. Ja. Hier? 1,28. Ach, das ist ja nur das Startkapital. Ja. Es geht heute Abend weiter, nachdem wir erstmal unsere verseuchten Mastdärme ausleeren werden. Alter, die Enteneier. Max? David, wir filmen's! Ich filme nie. Was? Max? Ich hab Angst. Du sollst raus, Lisa. Was war? Ja, ich bin aber auf Toilette, wir können ja nicht raus. Max? Ja? Sag was in die Kamera. Ja, ich muss kacken. Ja, seid ruhig, sonst schmeißen sie mich auf den Klo. Ach so. Ja, da bin ich mal lieber ruhig. Ich bin ja kurz vorm Verrecken wegen dem Enteneier und Toni. Es ist schön, dich zu sehen. Das hier Hurensohne. Hast du irgendwas zu sagen? Ich bin froh, dass ich nicht
die vergammelten Enteneier gegessen habe. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Nee, du bist der Einzige. So, die erste Stunde wurde gesammelt. Bei mir sind es 4,66 plus die 8 Cent. Fragt mich nicht, wo der Mann seinen Pfand her hat. Das wird alles gespendet. Ja, ja. Nein, sind die bescheuert. Gibt's noch ein paar abschließende Worte zu meinem Oster-Special? Wann ist der online? Muss ich mal gucken. Jetzt? Ja, also das ist hier unser Pfannkorb. Was hältst du davon? Ich musste mir den Schmutzgeistern angucken. Hast du jetzt geklingelt? Ja, dieser Mann beurteilt gerade seine Videos. Ach so. Ich musste mir gestern 3 Filme angucken. 3 Videos? Und dein Statement? Soll ich das wirklich sagen? Ja. Gib mir die ehrliche Meinung, wie findest du meine Videos? Krank. Einfach nur krank.